War das hier? Hm? War das hier? Ich glaube, ja. Und war das nicht, wenn ich jetzt hier den mache und dann den hier mache? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask HD. Ja, wir wollten uns ja ein Herzteil holen. Das machen wir jetzt. Nicht ein Herzteil, wir wollten uns Money holen. So rum, sorry. Ach, der steht noch offen. Sehr schön. Muss man das also nur einmal pro Tag eingeben? Hätte ich es gar nicht nachschauen brauchen beim letzten Mal. Hätte ich auch nicht diesen komischen... Diese komischen Spacken da bekommen. Aber na gut, was soll's. Was soll's? Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich frage mich jetzt gerade. Kann ich von hier aus? Ich kann. Oh, 12 Stunden noch. Eieiei. Oh, und der droppt sogar gleich eine Bombe. Das ist natürlich nett. Für Bombenstimmung, wisst ihr? Für Bombenstimmung wird jetzt hier gesorgt, indem man zuerst versehentlich die Maske anzieht, um sie dann gleich wieder auszuziehen und letztendlich dann die Bomben auszupacken. Ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen, aber das kriegt man hin. Ich könnte es natürlich auch anders machen, aber hey. Huh! Nein, werf es! Wirf es! Okay, wenn du es nicht werfen willst, obwohl ich hier auf Laufen gegangen bin, dann mach's halt so. Boom. Und da finden wir jetzt... ein Huni. Ein Huni. Ein schönen Huni. Damit können wir theoretisch noch mal ein bisschen weiter probieren, die Schießbude zu schaffen. Rein theoretisch. Ich werde euch das dann vermutlich spulen. Je nachdem, ob ich es geschafft habe oder nicht, ist egal. Also, falls ich es direkt schaffen sollte, natürlich nicht. Aber ihr wisst schon, wie ich meine. Es ist egal, ob ich es letztendlich dann geschafft haben werde oder nicht. Ihr werdet das Ganze gespult bekommen. Gespult werdet ihr das Ganze bekommen. Damit es für euch nicht allzu langweilig ist, ne? Nicht so langweilig für mich, wie für mich hier, ne? Aber schneiden, nö. Das sehe ich nicht ein. Ich mache dann meist halt irgendwie doppelte Geschwindigkeit oder so. So, dass Leute, die es wollen, dann halt in halber Geschwindigkeit den Bereich gucken können. Und dann wieder umschalten können. Und ja. Ne? Aber schneiden, da halte ich nichts von. Ich finde, das verliert sonst den Charme eines Let's Plays. Okay. Ja, ich kenne die Regeln, danke. Und ich darf keinen einzigen Blauen treffen, weil sonst die Zeit nochmal reicht. Super. Da. Ey, als ob! Oh, verdammt. Da, verdammt, ich bin zu doof. Mann, ich bin zu doof. Zu doof. Und natürlich immer erstmal Bogen gespannt halten. Da. Das einzig Gute ist, dass die Reihenfolge halt immer gleich ist. Ah, den hätte ich treffen müssen. Da. Das ist hier halt viel Übung. Ach so, okay. 43? Ja, wow. Ich will es nochmal probieren, ja. Frustrierend nennst du das, weißt? Dass der andere, glaube ich, ein bisschen fairer. Der andere Besitzer von so einer Schissbude. Da. Mist. Also beim dritten muss ich gleich ganz an den Rand gucken, alles klar. Welcher ist da egal?
Jetzt triff ihn doch! Mann! Da, 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 ba, 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 bam. Okay, gerade noch so. Mist. Da 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 da. 46, das reicht halt wieder nicht. Das reicht halt wieder nicht. Frustrierend, ja, ist okay. Ich will es nochmal probieren. Da 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 da. Jetzt schaffe ich nicht mal den ersten gescheit, oder was? Egal, trotzdem üben. Hier kommt gleich einer. Nein? Noch nicht? Okay. Ich dachte, da kommt... ich dachte, die kommen immer unter... Da ist keiner, okay. Bam, bam, bam. Hier muss ich jetzt nach rechts, ne? Bam, 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 bam. Verdammt. Da, 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 da. Okay, okay, okay. Wieder 46. Ah! Mann! Ja, ich will nochmal probieren. Lass mich einfach ran, Mann. Hätte ich die ersten nicht so verkackt, wären das 47 wenigstens gewesen. Bada, bada. Verdammt. Also beim zweiten eher von links anfangen. Okay. Merke ich mir. Oh Gott, war das ein Glück, ey. Ich meine natürlich einzigartiges Können natürlich, ne? Also das ist, muss man erstmal hinkriegen, so. Nächstes den noch. Verdammt. Das war jetzt schon wieder zu blöd. Na, ja, nur 37. Ja, ich will es nochmal probieren. Zur Not mache ich das halt später. Kann man ja mal immer wieder einstreuen und probieren. Schön wäre es, wenn ich das jetzt noch schaffen könnte, Mann. So, hier müsste ich jetzt eher... Genau. So, und hier kommt jetzt einer. Ja. Als ob der noch nicht ganz draußen war. Ich habe genau dahin geschossen. Ihr habt es genau gesehen. Also sowas ist doch ätzend. Was kann ich denn dafür, dass das dann nicht zählt? Ich habe genau hier hingeschossen, habe dann genau auf die Schnauze gegeben und es hat nicht gezählt. Irgendwie habe ich bei manchen, die auch nicht dieses Dü-dü-dü machen, das Gefühl, dass die vielleicht nicht ganz zählen, aber... Don't know. Da, 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 da. Die sind halt fies. Die musste quasi in einem Rutsch beider Bewegung durchschaffen und das ist fast nicht möglich, ohne einen blauen zu treffen.
Ah, verdammt. Willst du es nochmal probieren? Nein, ich habe kein Geld. Tschüss. Du olle Typ, Mann. Was soll diese Unverscheiß? Ja. Eieieiei. Wie hätte ich denn das jetzt auch machen sollen? Wie hätte ich das jetzt auch machen sollen? So. Ich überlege gerade noch, kann ich hier noch irgendwas alles Cooles machen? Kann ich hier gerade noch irgendwas alles Cooles machen, ohne ins nächste Gebiet vorzugreifen? Lasst mich mal überlegen. Lasst mich mal rumlaufen und überlegen. Ich könnte natürlich... Ja, komm, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ach, stimmt, jetzt lässt er mich ja nicht durch. Die olle Sau. Tschüss. Tschüss. Aber der hat auch so hoch geguckt. Der macht sich auch Sorgen wegen dem Mond. Ich habe natürlich genau den falschen Ausgang erwischt. Ist aber egal. Ist aber egal. Ich glaube, wenn ich hier lang laufe, ist ganz sinnvoll. Eventuell könnte ich sogar hier auch ein Herzteil schon holen. Lasst mich das mal ausprobieren. Lasst mich das mal ausprobieren. Ach je. War das hier? War das hier? Ich glaube... Ja. Und war das nicht, wenn ich jetzt hier den mache und dann den hier mache? Moment. Moment. Wie war das Lied? Nee. So. Ich glaube so. Ich bin mir aber nicht sicher. Lasst mich das einfach mal auschecken. Ja. Sehr schön. Miau. Diese komischen Steine, ey. Wer soll denn bitte auch auf die Lösung kommen dafür? Oh, ich kann die auch umrollen. Das ist ja auch interessant. Aber na gut. Nummer 1. Haben wir geschafft. Kein Wer sind sie, sondern haben wir geschafft. Kennt das noch jemand? Läuft, glaube ich, ja immer noch. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das? Was bin ich oder so, glaube ich. Wo dann am Anfang immer kam, Nummer 1. Wer sind sie? Dann kam immer irgendeine Beschreibung und alle haben halt dasselbe gesagt von den drei Leuten. Und die durften dann hier Fragen stellen und sollten dann anhand der Fragen, die sie eine gewisse Zeit dann eben Zeit hatten, erraten, wer wirklich diese Person ist. Ah, hier war das Loch, glaube ich, unten, ne? Ne, hier ist auch Nummer 1, okay. Dann wird es vielleicht das gewesen sein, direkt bei den Ausgängen. Ja. Und ihr seht, jetzt ist dieser Stein nämlich eingefärbt. Und ich glaube, es reicht, wenn man, glaube ich, überall dasselbe macht. Okay, hä? Moment. Gut, dass ich mir das Lied nie merken kann. So, ja, in etwa schon, aber die genauen Dinge bin ich irgendwie manchmal zu blöd für. Ja. Wir sind beide grün. Sehr schön. Ich glaube, das wäre hier völlig egal, ob man das als Mensch oder als Deko oder sonst was macht. Ich glaube, es ist halt auch hauptsächlich geht es darum, dass man alle dieselbe, in derselben Form macht. Aber sicher bin ich mir da jetzt, wie gesagt, nicht. Es ist auch ein extrem seltsames Rätsel, ehrlich gesagt. Ich glaube, in der 3DS-Version kommt wenigstens düdüdüdüdüm, wenn man sich als mit einem Instrument davor stellt, aber hier halt scheinbar nicht, ne? Das heißt, in der 3DS-Version hat man dann scheinbar sogar noch einen Hinweis mehr, um drauf zu kommen.
Und hier ist es einfach stupides Ausprobieren. Also die 3DS-Version haben sie da wirklich in manchen Punkten wirklich eindeutig verbessert. Hier müsste doch auch irgendwo ein Loch sein. Wo war denn das hier? Hier nicht? War das hier oben drauf? Oh, bitte nicht. Bitte sag mir nicht, dass das Loch auf einem von den Dingern ist, weil dann kann ich es jetzt nämlich vergessen. Ah, hier ist ein Loch. Ist es das hier? Jawohl. Ich hatte kurz schon Angst. Also, nochmal. Auf ein neues. Döp, 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 döp. So muss das. Also ihr merkt schon, es gibt genug, was man in dem Spiel tun kann. Es fällt einem immer irgendwas ein, sofern man das schon mal gespielt hat. Klar, wenn man es hier noch nicht gespielt hat, würde einem sowas hier mit den komischen Löchern jetzt natürlich nicht so einfallen. Ich meine, woher auch? Woher soll man es auch wissen? Kann ich euch auch nicht sagen. Ich finde es selber sehr skurril, dieses Rätsel. Dass man meiner Meinung nach nicht mal mehr Rätsel nennen kann, weil es eben, wie gesagt, stupides Ausprobieren ist. Aber, ja. Ein Loch noch übrig. Und das ist genau das Loch, wo ich dann enden will. Weil dann kann ich noch was dahinter setzen. Ja, das ist ganz gut, dass dieses Loch hier übrig ist. Es ist ganz gut. Das ist sein Schatten. Der hat nämlich einen richtigen Schatten. Aber wo ist das Loch dieses Ausganges? Wo ist es? Es gibt hier teils nämlich auch Löcher drin. Die man halt nicht so erkennen kann. Das ist das fiese. Irgendwo hier gab es, glaube ich, auch eins, aber... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Loch hiervon plötzlich versteckt sein soll. Kann ich mir eigentlich nicht so recht vorstellen. Ich meine, ich laufe jetzt trotzdem einfach mal durch. Oh, was haben wir da eigentlich? Hm? Wahrscheinlich nur Money? Ja, ein Zwanni. Moment mal. Kann ich eventuell... Nee. Ich hatte gehofft, ich könnte hier ein bisschen was abchecken, aber... Nö. Nee, ey. Wo ist denn jetzt dieses dämliche Loch von hier? Jetzt zeigt mir nicht, dass es daran scheitert, dass ich dieses dämliche Loch nicht finde. Ah, da ist doch eins. Bitte lass es das sein. Bitte. Ja, aber ich hab dich schon gesehen. Verarsch mich nicht. Ich sagte, dass der mich nicht verarschen soll. Und dann werde ich mich auch nicht verarschen lassen. Ich hab dich schon gesehen, ich hab dich schon gesehen. So, was droppst du mir? Droppt mir was Schönes. Gar nichts, okay. Also auf ein letztes Mal. Bup. Ich glaube, an den anderen Formen müsste man dann entsprechend andere Lieder spielen. Eventuell das Lied der Befreiung. Stand ich nicht nah genug dran, oder was? So. Jetzt, komm. Bitte. Das wäre jetzt arg lächerlich, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. Da, 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 da. Du hast ein Herzteil gefunden. Die vier Einzelteile fügen sich zu einem neuen Herzcontainer zusammen. Deine Energieleiste wurde erweitert. Sehr schön.
Ja, ich bin dann mal wieder raus hier. Tschüssi. Sehr schön. Und jetzt machen wir noch eine Sache in dem Part. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch eine Sache in dem Part hier. Und ich meine nicht diesen ollen Diebesvogel hier. Vor dem wir voll aufpassen müssen. Aber ich glaube, wenn man den abknallt, wenn man den dann killt, dann kriegt man, glaube ich, 200 Rubine. Nein, ich will hier hin. Und ich will hier erstmal ein Zeichen meiner Anwesenheit hinterlassen. Flupp. Damit kann man dann theoretisch auch speichern. Ja, die Fee brauchen wir jetzt nicht. Nee. Die Büschel sind uns auch erstmal egal. Aber wir holen noch Tingle. Der ist nämlich voll abgeholt. Den holen wir, abgehoben. Den holen wir noch schnell vom Himmel. Den ollen Tingle. Tingle vom Himmel. Nicht ganz, aber fast. Ne? So. Huch, eine weiße Fee? Ihr Aussehen. Oh, das Zeug von Magie, wenn ich nicht irre. Hallo, Herr Fee. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Ja, die Romani Ranch. Danke. Hurra! Du hast die Karte der Romani Ranch erhalten. Mit ihrer Hilfe findest du dich auf dem Bauernhof besser zurecht. Der rote Pfeil der Karte zeigt an, wo du einen Bereich betreten hast. Der gelbe zeigt an, wo, ne, egal, wo du dich befindest, bla. Jederzeit bereit. Tingle, Tingle, Kulolimpa. Diese magischen Worte hat Tingle für sich aus, und stehlen Sie sie nicht. Ja, wieso hast du das eigentlich nicht gesagt? Okay. Oh Mann. Das wäre krass, wenn wir das jetzt sogar noch hinkriegen würden, aber ich wage es zu bezweifeln. Ich weiß jetzt nicht, ob der Typi in der letzten Nacht auch da ist, den ich jetzt noch brauche, den ich voll vergessen habe. Ja, zur Not packt man es halt in den nächsten Zyklus, aber ja. Man kann jetzt schon sehr, sehr viel machen. Mit den Pfeilen. Mit Pfeil und Bogen. Geht jetzt schon sehr, sehr viel. In diesem Spiel. Deswegen schauen wir mal, was wir noch erledigen können. Jetzt ganz, ganz schnell. Wobei, nee, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber vielleicht ist ja der Typi noch da. Das wird ziemlich cool. Nein. Verwandeln wollte ich mich nicht. Er sitzt nicht da. Er sitzt nicht da. Schade. Schade. Ist vielleicht. Warte, wenn das hier. Wo muss ich da aus der Stadt raus dafür? Müsste ich da durchs Nordtor? Ich glaube, ich musste da durchs Nordtor. Ich kann mir das nie merken, was auf welcher Seite war, wenn ich ganz ehrlich bin. Es könnte aber auch das Osttor gewesen sein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht war Norden, nee, hier bin ich genau richtig. Ist hier eventuell wenigstens dann er da? Komm schon. Lass mich deinen Gesang hören. Scheint nicht so. Schade. Ach so, ich brauche dafür auch, glaube ich, erst noch was anderes. Okay. Nee. Aber. Also. Ich glaube nicht, dass ich so gut bin, aber gab es da nicht? Gab es da nicht, gab es da nicht? Ich meine, wir haben jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit. Deswegen mache ich den Part hier auch gerade etwas länger. Ich glaube, wir sind hier schon bei circa 24 Minuten oder so. Aber was heißt hier etwas länger? Also bei Majora's Mask wurden die Parts eben immer wieder irgendwie etwas länger, weil man verliert sich einfach so furchtbar schnell in diesem Spiel. Das ist unglaublich. Es gibt hier so viel zu tun und du verlierst dich dann so unglaublich schnell da in diesem Spiel und denkst dir, okay, das wollte ich noch machen, das wollte ich noch machen. Ihr merkt schon, ich suche hier gerade.
Ich suche hier gerade. Ich suche hier gerade. Ich habe gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt rechtzeitig schaffe und ob es eventuell halt auch mit Pfeilen ging. Okay, Hallo? Ich hatte das anders in Erinnerung. Hallo? Okay, Moment, Moment, probieren wir mal was anderes aus. Ups. Ich meinte natürlich was anderes aus. Hallo? Du Vieh! Hallo? Taya will es auch nur anvisieren. Nee? Ich versteh's nicht. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Ich hole mir lieber noch was anderes. Also, das ist mir jetzt wirklich... Das ist mir jetzt wirklich zu blöd. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Da sag ich freundlich Danke und bin weg. Ach je. Die Karte versehentlich ausgeblendet gehabt. Und dafür muss ich jetzt hier noch geschwind hier rüber. Hier die letzten 5 Minuten. Die man tatsächlich scheinbar nicht verlangsamen oder beschleunigen kann. Weil ich glaube, die sind dann immer letzte 5 Minuten. Interessanterweise. Egal, ob du beschleunigt hattest oder nicht. Aber wir können jetzt hier rein. Danke sehr. Und zack. Ihr kennt das ja, die 100 Rubies. Die 100 Rubies. Deswegen, also Geld kriegt man hier eigentlich hinterhergeschmissen. Ich will halt nur mal das Sparschwein füttern. Das sparige Schwein. Bevor wir dann nochmal die Zeit zurückdrehen. Mit der Hymne der Zeit. Nicht indem wir irgendwas in den Energiestrom werfen oder so. Nein, nein. Hier funktioniert das mit der Hymne der Zeit. So. Ah, schön. Ach, die habe ich schon aufgemacht. Okay. Okay. Ach so, stimmt. Die andere war ja eh auf der Seite hier. Und da ich keine Deko-Blume habe, werde ich da nirgends rankommen. Alles klar. Verstehe. Typi? Haben Sie mal nach oben geschaut, Sir? Also, nach oben, Sir? Feiglinge, jeder einzelne von euch. Keiner ist geblieben. Schöne Vorbilder für meinen Lehrling. Ich werde auch ohne euch einen unvergesslichen Karneval erleben.
Wenn du fallen willst, dann fall doch endlich! Sir, ich glaube, sie sind übergeschnappt. Und ich auch. Wieso laufe ich denn hier lang? Komischer Typ, oder? Den werden wir später auch nochmal treffen. Und ich glaube, ich kann euch auch was zeigen, weil das ja in diesen Dingens war. Hier im Kuriositätenladen. Also wir können es uns noch nicht gönnen, aber hier müsste es jetzt im letzten Tag, glaube ich, genau. Nur herein. Sieh dir ruhig um. Ich habe auch ganz besonders seltene Ware. Mein heutiges Sonderangebot ist die Maske der Nacht. Besonders beliebt bei Nachteulen aller Art. Zwar weiß ich nicht mehr, wann sie hergestellt worden ist, aber sie ist auf jeden Fall ein sehr ausgefallenes Stück. Trägst du diese Maske, findest du keinen Schlaf. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Ganz schön unheimlich, was? Was das sein? Nö, tschüss. Danke, pass auf dich auf, Kumpel. Der Mann vom Kuriositätenladen wurde ins Notizbuch eingetragen. Düm, 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 düm. Ja, ihr merkt schon, mit ihm ist dann auch noch irgendwas, was man erledigen kann. Aber, ja, ich wollte euch mal gezeigt haben, die Maske. Die ist nur unter bestimmten Umständen hier, die wir hier in diesem ersten Durchgang hier jetzt tatsächlich erledigt haben. Ich werde da bei gegebener Zeit noch genauer drauf eingehen, aber die Maske kostet mehr, als wir momentan an Rubinen mit uns tragen können. Deswegen, ja, zahlen wir jetzt erstmal Rubine ein. Sie muss dafür erstmal wieder an uns riechen, und da, um dann festzustellen, ah ja, du bist Wirbel, okay. Ich möchte was einzahlen, ja. Nun. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1. 142 willst du einzahlen? Ja. Was? Das ist eine Menge, wa? Du scheinst ein reicher kleiner Kerl zu sein. 488 hast du. Komm wieder, wenn du ein paar Reichtümer hast. Ja, mach ich dann. Mach ich dann. Und dann ist es, denke ich... Also, ich denke, es ist Zeit. Ist es nicht? Zeit? Welche Zeit? Na, diese Zeit. Oh. So. Die Hymne der Zeit. Speichern zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren? Ja. Aber sowas von. Wie auch immer die Rubine auf der Bank überdauern, aber sie tun es. Muss ja auch. Sonst würde man nie nur 2000 zusammenbekommen, oder? Ich glaube, 2000 waren es, die man maximal braucht. Der schnellste Weg zu den Bergen führt durch das Nordtor. Ach, das Nordtor. Alles klar. Danke. Danke. Der eisige Norden sozusagen. Verstehe. Gut. Aber ich würde sagen, dann war es das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask HD. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.